Ja, Entschuldigung, lieber Kollege Beck, aber das muss jetzt sein. Ich habe es ja mit Zwischenfragen versucht, aber mit der Antwort war es nicht da. Also zunächst aber erstmal vorweg, also wenn Sie was gelernt haben aus Tempelhof, aus vielem anderen, dann dass die Landowski-Nummer mit dem Anti-Berliner nicht funktioniert. Das sollten Sie wirklich gelernt haben. Zum Zweiten, beantworten Sie mir doch bitte die Frage, Sie hatten eine Antwort versprochen, Sie haben es aber nicht gemacht. Sind Sie der Auffassung, dass Berlin als Ausrichterstadt einen Knebelvertrag mit dem IOC unterzeichnen sollte, der beinhaltet Steuerfreiheit, der beinhaltet Zollfreiheit, der beinhaltet Übernahme sämtlicher finanziellen Risiken durch die Stadt? Sind Sie der Auffassung, dass Berlin einen solchen Knebelvertrag unterzeichnen sollte? Oder sind Sie nicht vielleicht eher der Auffassung, dass Berlin von Anfang an erklären sollte, dass Berlin einen solchen Vertrag nicht unterzeichnen wird? Sie haben die Möglichkeit zu antworten, Herr Kollege Buchner. Und ich sehe, Sie machen davon Gebrauch. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Kollege, ich könnte jetzt eine sportfachliche Antwort an dieser Stelle versuchen. Die Definition des Wortes Knebelvertrag ist an der Stelle schon schwierig. Ich bin der Auffassung, dass wir uns die Vertragsgestaltung mit dem IOC sehr genau ansehen müssen. Und auch wollen, und das habe ich ja versucht in der Rede unter dem Punkt Transparenz auch deutlich zu machen. Es muss aber auch gesagt sein, dass in Punkten wie zum Beispiel dem von Ihnen angesprochenen Punkt der Steuerfreiheit, die ja nicht nur das Internationale Olympische Komitee, sondern auch beispielsweise die FIFA und die UEFA für sich in Anspruch nehmen, es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, nochmal Sportereignisse zu bekommen, internationale Großsportereignisse zu bekommen, wo man den Punkt der Steuerfreiheit nicht zugesteht. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, weil er eben von so gut wie jedem anderen Staat Europas und weltweit zugesichert wird.